Hey ihr, da bin ich wieder. Heute mal mit einer etwas anderen Box, und zwar mit der Wutbox. Die kommt auch aus Deutschland und sie fällt mir schon fast auseinander. Warum fällt sie mir fast auseinander? Ganz einfach. Ich hatte heute schon einmal ein Unboxing zu dieser Box gemacht. Und als ich dann die Datei auf den PC geschmissen hatte, hatte ich mir dann gedacht, komm, räum sie mal alles weg. Hab die ganzen Sachen, die danach drin sind, überall hier verteilt oder auch nicht. Und hab dann die Box. Naja, den Deckel abgerissen, damit er halt besser in den Mülleimer passt. Danach habe ich aber erst gemerkt, dass die Datei, die ich auf den PC geschmissen habe, irgendwie beschädigt war. Also man konnte mit der nichts mehr anfangen, die war einfach Mist, die war kaputt. Ja, deswegen habe ich jetzt das ganze Zeug wieder da reingeräumt und packe es jetzt wieder aus, damit ihr dann hoffentlich ein bisschen Spaß daran habt. Entschuldigt dann also schon mal im Vorfeld, wenn ich dann so ganz überrascht so tue, wenn ich hier was raushole, weil, naja, ich weiß halt schon, was hier drin ist. Das hier war der Deckel. Der Deckel, übrigens, der sieht aus wie der Claptrap von Borderlands. Ich glaube, der ist Claptrap. So ähnlich. Und der sieht auch so aus, oder? Ich meine schon. Also, hier haben wir auch, wie bei den allermeisten oder wie bei allen Überraschungsboxen, so ein kleines Heftchen drin. Die Wutbox, die hat immer ein bestimmtes Thema im Monat. Dieses Mal war es das Thema Chaos. Und dementsprechend sind halt auch die ganzen Sachen, die hier drin sind, dem Thema Chaos zugehörig. Boah, gerade noch so die Kurve bekommen. Puh. So, hier mal als erstes ein Wutbox Exclusive Item. Und zwar ist das hier ein ta-ta-da-da, ein Flachmann. Auf der einen Seite ist das hier irgendein Symbol und auf der anderen steht I live, I die, I live again. Ich habe keine Ahnung, von was das ist. Mir kommt der Spruch hier am Ende auf der Rückseite schwer bekannt vor, aber ich komme einfach nicht darauf, ob es wirklich von irgendwas ist, was ich kenne, oder ob mir es einfach nur so vom Klang her bekannt vorkommt. Ich habe keine Ahnung. Wenn es jemand weiß, schreibt es in die Kommentare, dann bin ich wieder ein bisschen schlauer. So, als nächstes haben wir hier Handschuhe von, und ich kann den Namen immer noch nicht genau aussprechen, Deus Ex? Deus Ex? Ich habe keine Ahnung. Was bei mir bei diesen Handschuhen auffällt. Also erstmal, meine Hände sind nicht unbedingt groß, auch wenn man das jetzt gerade hier nicht so mit irgendwas vergleichen kann. Sie sind nicht groß. Ich habe keine großen Hände. Diese Handschuhe hier sind aber auch nicht groß. Das heißt, wenn irgendwelche Leute die anziehen, irgendwelche Männer, die normal große Hände haben, die werden mit diesen Handschuhen, glaube ich, keinen Spaß haben. Jetzt weiß ich allerdings nicht, ob die Handschuhe, ob es sie auch in verschiedenen Größen gab und die das irgendwie anhand der T-Shirt-Größe halt dann irgendwie dann da welche dabei gepackt haben. Also, das ist, für ein M-T-Shirt haben sie dann M-Handschuhe reingepackt oder wie auch immer. Oder ob die alle diese Größe haben. Also, wenn die alle diese Größe haben, dann sind das eher Frauenhandschuhe und Handschuhe für mich. Ja, ich habe gesagt, ich habe Frauenhandschuhe. So, dann das nächste hier, das ist für mich als Funko-Pop-Sammler was richtig Tolles, und zwar haben wir hier einen, naja, einen Funko-Pop halt. Und zwar ist das hier der Brutus von Call of Duty. Duty, wie auch immer. Den finde ich ziemlich cool, weil diese Maske, dieser Schuss, wie heißt denn das Ding hier? Dieses Visier, wie auch immer, was der hier am Helm hat, das ist halt so, das kann man jetzt ein bisschen erkennen. Es ist kaputt, so um die Mundgegend, und dann ist da ganz viel Blut drin, und hier am Auge, das auch noch, als ob da irgendwas Hartes gegengeschlagen wäre. Ja, so kann man sehen. Ich finde, der sieht schon ziemlich cool aus. Und vor allen Dingen, das Tolle ist, vor, ich weiß nicht, ein paar Monaten gab es in der Loot Chest auch von Call of Duty Figuren, Funko Pops. Und damals hatte ich diesen hier drin gehabt. Der heißt Captain John Price. Und ich weiß noch, damals habe ich gemeint, oh, das ist cool, aber wenn ich diesen Brutus gehabt hätte, dann hätte ich mich damals schon ein bisschen mehr gefreut. Und was soll ich sagen? Jetzt habe ich ihn. Ich musste nur ein paar Monate warten und schon habe ich die Figur, die ich damals eigentlich gerne gehabt hätte. Ja, wunderbar. So einfach und so schnell kann es gehen. So, als nächstes haben wir hier, das kennt ihr eigentlich nur aus den amerikanischen Boxen, und zwar haben wir hier so ein Pin, das ist ein Metallpin. Und wenn mich nicht alles täuscht, ist hier auf diesem Pin das Zeichen von den Leuten von Attack on Titan drauf, beziehungsweise von der ganzen Serie halt irgendwie. Ich habe es mal ein bisschen geguckt, ich habe jetzt keine Ahnung genau für was.
diese Flügel stehen, einmal weiß, einmal blau. Ich weiß es nicht, aber es ist cool. Also ich habe es jetzt direkt wiedererkannt. Leute, die die Serie und den Manga lesen und sehen, die kennen das dann hundertprozentig auch. Finde ich nett, finde ich cool. Ich habe ja von ganz vielen Boxen schon in meinem Wohnzimmer hier so Pins. Ich ach schon ach, eine ganze Menge, keine Ahnung. Die liegen zwar da alle rum, man kann sie angucken, aber eine wirkliche Verwendung habe ich für die Dinge eigentlich nicht. Sie sind da und stauben zu und glänzen schön, wenn mal die Sonne darauf scheinen sollte. Ja, aber wirklich, damit was anfangen kann ich nicht. Aber ich habe eh bei mir im Schlafzimmerschrank habe ich eine relativ große Box. Da habe ich sehr viele Sachen drin, von allen möglichen Überraschungsboxen, halt Dinge, die dabei waren, aber die ich nicht hinstellen will, weil sie mir nicht gefallen, mit denen ich halt einfach nichts anfangen kann. Das ist eine ganze Box voll mit irgendwelchem Kram. Ich weiß nicht, vielleicht gehe ich mal dieses Jahr auf den Flohmarkt und stelle dann da alles hin und hoffe, dass ich mal das ein oder andere irgendwem andrehen kann. Keine Ahnung. Schauen wir mal. Ansonsten habe ich dann noch eine große Box und wenn irgendwer mal Geburtstag hat, den ich nicht mag, dann kriegt dann der irgendwas aus der Box oder sowas. Schauen wir mal, wer weiß. So, oh, ich habe an der Kamera gewackelt. Ich sollte nicht hier im Schneidersitz sitzen und mich dann selber mit dem Kabel vom Mikrofon einfangen. Oh Gott, was habe ich denn hier gemacht? Ja, da ist es. okay. So, jetzt haben wir hier noch eine Sache drin. Machen wir mal weiter, bevor hier alles in die Luft fliegt oder sowas. Ist ja auch die Chaosbox. Kann passieren, wer weiß. Das nächste haben wir hier. Tada! Ein T-Shirt mit dem Motiv vom Terminator drauf. Und ich würde jetzt gerne die Terminator-Musik gerade nachsummen, nachmachen, aber ich weiß gerade nicht mehr genau, wie die gehen. Ja, das war's. Leer. Das war die ganze Wutbox. Die Wutbox an sich, die kostet mit Versand, waren das glaube ich 27 oder 28 Euro, irgendwie sowas in dem Dreh. Und ich kann euch mal sagen, die ganzen Sachen, die hier drin sind, die sind weit über diesen Preis. Das muss man natürlich überlegen, das sind immer Einzelhandelspreise. Das heißt, dass ihr dann natürlich so eine Popfigur oder alles andere ja auch bei eBay, Amazon und irgendwelchen anderen Online-Shops günstiger kriegen könnt. Ja, das ist klar. Aber die gehen halt hier von allen Einzelhandelspreisen aus, wenn ihr ins Geschäft geht oder wie auch immer und dann da die Sachen holt, dann kosten die halt im Normalfall so und so viel Euro. Ja? So und so viel Euro, will ich jetzt auch mal gerade sagen, wie viel Euro in diesem Fall halt wären. Dieser Flachmann, der kostet eigentlich 15 Euro. Da steht's. 15 Euro. Eine Popfigur, so eine kleine, es gibt auch noch größere, die kosten im Normalfall auch 15 Euro. Das war schon mal bei 30, ist schon mal mehr, als ich eigentlich für die Box bezahlt habe. Handschuhe, 8 Euro, 38. T-Shirt ist übrigens auch ein Wutbox-exklusives T-Shirt, also das mit dem Motiv findet ihr dann wahrscheinlich nirgendwo sonst. Kostet nur 20, dann sind wir bei 58 Euro. Dann haben wir halt hier noch diesen kleinen Pin und der kostet 4 Euro. Da sind wir bei 62 Euro. Ich finde, für 62 Euro Warenwert, 27 Euro bezahlt, mir gefällt's. Natürlich sind auch manchmal in den Boxen Sachen drin, die einem halt überhaupt nicht gefallen oder halt nur eine einzige Sache. Dann lohnt es sich dann höchstwahrscheinlich wieder nicht, aber das sind halt Überraschungsboxen. Man kann halt nie wissen, was man kriegt. Überraschung halt. Was auch ziemlich cool ist bei der Wutbox, und zwar gibt es jeden Monat für irgendeinen der wahrscheinlich tausenden von Abonnenten, die halt diese Wutbox halt haben, gibt es einmal die Mega-Wutbox. Und in dieser Mega-Wutbox sind verdammt coole Sachen drin mit einem unheimlich hohen Wert, Preis. Ich habe gerade einen Faden verloren. Auf jeden Fall, in dieser Chaos-Mega-Wut-Box ist diesen Monat diese coole Terminator-Figur drin im Wert von 280 Euro. Eine PlayStation 4 für 400 Euro. Dann eine Samsung Smartwatch auch ebenfalls für 400. Dann nochmal ein Samsung Handy für 730 Euro. Und die Collectors Edition von For Honor. Und die kostet ganze 280 Euro. Hier, da seht ihr nochmal alles komplett. Ich habe es gerade nicht nachgerechnet, das sind mir zu hohe Zahlen. So hoch kann ich nicht rechnen, soweit, keine Ahnung. Aber ihr habt schon gemerkt, so mal beim Krumm überschlagen, das ist verdammt viel Geld, was die da jeden Monat einfach mal so an irgendeinen Glücklichen verschenken. Und ich finde, das ist schon eine coole Sache.
Ich habe es leider nicht bekommen, aber gut, das war jetzt auch meine allererste Wutbox. Das wäre ein bisschen unverschämt, wenn ich gerade bei der allerersten dann auch noch so eine Mega-Wutbox abstauben würde. Das geht nicht. Ich meine, das geht schon, klar, das läuft bestimmt über das Zufallsprinzip, wer da was kriegt, aber es wäre schon kackendreist gewesen. Naja, gut, kann man nichts machen. Ich habe sie nicht, irgendwer andere schon. Herzlichen Glückwunsch, falls du da gerade zuguckst bei meinem Video. Hab Spaß damit. Das nächste Thema, im März dann also, in der Wutbox ist das hier. Was ist das hier? Hä? Es ist ein Dragon Ball. Ich gehe mal davon aus, dass das ganze Thema der Box nicht Dragon Ball sein wird. Das ist ein bisschen einseitig. Aber vielleicht ist es, ich weiß nicht, ist es Anime, Kämpfen, Fight, irgendwie sowas. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Super Stärke, alles ist möglich. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Wir werden es sehen. Und zwar nächsten Monat, weil ich habe jetzt nämlich vor, mir diese Wutbox jeden Monat zu holen und dann auch jeden Monat dann dazu ein Unboxing zu machen. Ganz genau wie der von der Loot Chest halt auch. Die übrigens nächste Woche kommt. So um den 16. müsste sie kommen. Die werden, glaube ich, immer am 15. losgeschickt. Das heißt, nächste Woche gibt es wieder ein Video von mir. Ja, und das war's. Ich hoffe dann auch, dass ich dann euch dann nächste Woche wiedersehe bei dem Loot Chest Unboxing. Und sag dann einfach mal bis denne und habt noch eine schöne Woche. Tschüss, tschüss.